Hallo, meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen MeTime. Ich habe soeben das Pinkbox-Video abgedreht und jetzt kommt die Look Fantastic Box. Und wenn dich das interessiert, dann schnapp den Kaffeekeks, wie auch immer. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns wieder. Fantastic Box ist ja auch eine Abo-Box. Ich schreibe euch alle Linkspreise, wie auch immer, immer in die Infobox rein. Und ich bin schon richtig gespannt. Wir haben diesmal, ich denke mal, passend zum Valentinstag, diese schöne Rosé-Farbe. Sie haben, ich meine, die Umverpackung hat so ein anderes Material. Das ist so ein bisschen rauer, finde ich. Aber dieses Rosa gefällt mir natürlich richtig gut. Ich habe mich noch nicht spoilern lassen. Ich weiß noch nicht, was in der Look Fantastic Box drin ist. Sie passt auf jeden Fall gut zu meinen Nägeln. So, das ist der erste Blick und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es ist ein Heftchen dabei. Schauen wir mal, inwieweit wir das auch sehen. Und das ist der erste Blick. Ich finde sie sehr leicht. Sie riecht nur nach eurem Papier, aber das soll nichts bedeuten. Die Look Fantastic Box habe ich ja gekündigt. Einfach, sie ist nicht einer meiner Lieblingsboxen. Sie hat wunderbare, tolle Produkte. Punkt. Aber machen wir einfach mit diesen schönen Aber weiter. Sie hat oft sehr Probegrößen drin, wo die Marken sehr teuer sind, wo ich mir sowieso niemals nachkaufen würde. Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Ich bin natürlich froh um die Produkte, die ich da testen darf. Aber ich sage mal, wenn ich jetzt eine Gesichtscreme mit 10 ml habe und finde die super teuer und die kostet 200 Euro, kaufe ich mir die sowieso nie nach. Da macht es vielleicht eher mal Sinn, wenn ich eine Creme in Originalgröße für 20 Euro oder so habe. Also das ist meine persönliche Meinung. Aber ich will nicht zu viel sagen, weil wenn ich das erste Produkt schon sehe, freut es mich schon. Und ich sehe auch eins, das muss ich gerade schnell nochmal wieder einpacken, weil das gerade rausgefallen ist. Und ich sehe auch eins, was mir nicht gefällt. Ich zeige euch mal den ersten Blick. Und ich finde, das hat schon sehr was von Valentinstag. Wie gesagt, das ist das Heft. Self-Love is in the air. Also Selbstliebe ist in der Luft. Das finde ich richtig gut. Wir sehen wieder, was enthalten ist. Das finde ich auch gut. Das heißt, ich kann euch im Nachhinein raussuchen, wie die Preise so sind. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Die Look Fantastic Box ist ja eine englische Box. Das heißt, die Hefte sind auch in Englisch. Das finde ich jetzt persönlich nie so doll. Aber mei, das ist halt so. Wir haben wenigstens ein Heft. Mosern wir jetzt mal nicht mehr rum. Das erste Produkt finde ich einfach nur niedlich. Und zwar von der Firma Glove. Und zwar Make-up Remover. In so einem kleinen Täschchen. Das finde ich sehr praktisch. Ich liebe ja so Tütchen und Zeug und Kram. Gerade wenn man auf Reisen geht, was wir zwar momentan nicht so viel machen, kann man das schön verstauen. Und schaut euch doch mal diese kleinen Make-up-Remover an. Sind die nicht niedlich? Ich finde sie ein bisschen klein, aber das macht nichts. Ich habe gefühlt 387 Stück in groß im Schrank und da dürfen es auch mal ein paar kleine sein. Also Produkt Nummer 1 bin ich auf jeden Fall zufrieden. 100% Baumwolle, 2 Stück, finde ich auf jeden Fall toll. Das nächste Produkt, das hatten wir schon. Und zwar von Lotte London ein Blush. Das ist so ein Farbverlauf-Blush. Ich kenne die Firma Lotte London tatsächlich nur über die Abo-Boxen. Letztes Mal ist der Blush auch weitergegangen. Auch dieser wird mal in eine Verlosung für euch gehen. Das heißt, wenn wir die 900 Abonnenten haben, wird vielleicht dieses Produkt schon mal da reinkommen. Schauen wir mal. Also das heißt, wer neu bei mir auf meinem Kanal ist, lass mir doch gerne ein Abo da. Wenn diese Art von Videos dir gefallen, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Das nächste Produkt sieht sehr vielversprechend aus. Und zwar eine Rescue Butter. Okay, Lemon. Okay, Dr. Botanical. Steht da vielleicht auch irgendwas auf Deutsch? Nein, leider nicht. Das sage ich immer wieder, der Postbote klingelt einfach zu den unmöglichsten Zeiten. Also wie gesagt, wir haben ja eine Creme, eine Superfood-Zitronencreme. Sagt mir überhaupt gar nichts, werde ich auf jeden Fall mal probieren und mal recherchieren, was das ist. Wir haben hier 50 ml, wird auf jeden Fall eine Probegröße sein. Und dann haben wir wieder vom Beauty Pro eine Fußmaske. Okay, ihr wisst, Fußmasken ist jetzt nicht so meins. Ich weiß noch nicht. Die wird wahrscheinlich auch mal in eine Verlosung gehen. Kommt auf, finde ich aber grundsätzlich nicht schlecht. Und die hat so eine ganz komische Geschichte, da sind vorne keine Zähne dran. Ja, ich weiß noch nicht. Die wird auf jeden Fall vielleicht mal weitergehen. Das nächste Produkt ist ein
Daily Gel Cleanser 20 ml von der Firma BB. Kenne ich auch überhaupt nicht. Cleanser mag ich gern. Da finde ich gut, dass die Probengrößen haben, weil so Cleanser teste ich wirklich eigentlich en masse aus. Das werdet ihr in meinem nächsten aufgebraucht sehen. Ich habe unheimlich probenhaft gebraucht und da finde ich diese Probengröße nicht schlecht. Und dann haben wir noch zwei Produkte, die auch in Probengrößen sind, und das ist das, was mir halt an der Look Fantastic Box immer nicht so gut gefällt. Von der Firma Balance Me 1 Serum. Das mag ich sehr gern, ein Augenserum, 5 ml. Balance Me ist eine Firma, die ich gerne mag. Die ist sehr hochpreisig, da bin ich froh, wenn es in den Boxen drin ist. Würde ich mir aber auch niemals nachkaufen. Vitamin C finde ich gut, aber momentan benutze ich von Biovolen die Produkte und ich bin mega zufrieden. Geruchstechnisch ist es vielleicht nicht ganz so meins, aber vielleicht muss man sich da auch erst dran gewöhnen. Aber deswegen komme ich momentan zu diesen kleinen Produkten auch nicht. Und bei dem nächsten Produkt, ja, da bin ich tatsächlich froh, dass es eine kleine Größe ist, und zwar von der Firma Pixi, ein Glow Tonic. Das hatten wir in Originalgröße schon in irgendeiner Box und die waren alle nicht zufrieden. Ich mag die Firma Pixi überhaupt nicht. Diesen Glow Tonic hat mir auch nicht gefallen. Deswegen bin ich da nicht böse, dass das als Probegröße drin ist. Ja, was sage ich zu der Box? Sehr viele Probegrößen. Ich zeige euch nochmal die Produkte. Pixi. Fußmaske, Dr. Botanicals, Balance Me, was wieder meins ist, von der Firma BB oder ByB, dieser Cleanser, Lotti London, ein Blush, und von der Firma Glow, diese Remover Pads. Grundsätzlich okay, die Box. Produkte kann man jetzt nicht meckern. Also das wäre schon böse, wenn man da jetzt meckert. Sicherlich werden hier wieder einige Sachen weitergehen. Grundsätzlich in Ordnung, solide Box, aber auch diesmal haut sie mich nicht um. Ich bin wirklich froh, dass ich sie auslaufen lasse. Wie gesagt, diese Herzchen-Dinger, die liebe ich, sowas mag ich halt einfach. Aber das kann auch in jeder anderen Box drin sein. Schreibt es mir doch gerne mal, was sagt ihr zu der Box? Würdet ihr sie kaufen oder gefällt euch das eine oder andere Produkt total, dass ihr sagt, ich würde mir die Box sofort bestellen? Wie gesagt, alle Links habe ich unten in der Infobox jetzt. Und somit ist jetzt erstmal mein Videodrehtag wieder vorbei. Heute ist für euch Donnerstag. Wir sehen uns am Sonntag wieder. In alter Frische, hoffe ich. Bis dahin, bleibt's gesund. Alles Liebe, eure Heike.